Ein Weltbestseller, meine Damen und Herren. Er ist mit mir auf die Schule gegangen, in der gleichen Schule in Baden, in der Biontech-Gasse. Auf die Schule, oben drauf, oder was? In die Schule. Ach, in die Schule. Bitte? Das ist immer der Unterschied zwischen Deutsch und Österreichern, dass man immer sagt, die Deutschen sagen immer, ich gehe zur Schule und die Österreicher gehen auch hinein. Deswegen haben die Flughafen. Haltet euch bitte zurück. Ich muss halbwegs versuchen, die nächste Moderation über. Schaffste! Jetzt kommt ein Weltbestseller zu uns, meine Damen und Herren. Über wie viel? 10 Millionen verkaufte. Ja, 13 Millionen verkaufte Exemplare. Sehr viele. Sein Genre ist der Wissenschaftsthriller. Hier ist der Begnadete, Mark Ellsberg. Mark Ellsberg. Und das ist sein neues Buch, Celsius. Ein Buch zum brennenden Thema Klimawandel. Und Mark Ellsberg heißt eigentlich gar nicht Mark Ellsberg, es ist ein Künstlername. Ja. Und stimmt es wirklich, dass du dir diesen dreisilbigen Namen Mark Ellsberg ausgesucht hast, weil du in Erfahrung gebracht hast, dass die Bestseller, die meistverkauften Bestseller dreisilbige Namen haben? Das war nicht der ursprüngliche Grund, aber er hat tatsächlich mit einer Rolle gespielt. Weil du Marketing-Experte bist, oder warum? Ja, ich habe 25 Jahre lang in der Werbung gearbeitet, wie einige erfolgreiche Autorenkollegen. Wolf Haas. Wolf Haas, den ich ja schon öfters da gehabt habe. Wolf Haas, zwei Silben. Ja, der war noch effizienter. Noch deswegen effizienter. Ist auch erfolgreicher. Ja. Ne? Ja. Nein, Robert Musil, da stimmt schon mal nicht. Ja. Michel Houellebecq, stimmt auch nicht. Ja. Dirk Stermann, stimmt, aber du bist kein erfolgreicher Autor. Wen gibt's noch? James Joyce. Peter Handke. Johann Wolfgang Goethe. Vollflasche. Ja. Sechs. Bringt nichts. Du warst in der Werbung und hast für den Standard geschrieben. Und ein bisschen. Und wieso wird man dann, macht man das plötzlich? Weil das ist unfassbar viel Arbeit, die man während einer normalen Arbeit eigentlich kaum leisten kann. Wer weiß es, vielleicht ist er ein Genie und schreibt das an einem Tag runter. Ja, genau, so mache ich das. Nein, du bist natürlich ein Recherche-Genie. Du musst wahnsinnig viel recherchieren, um diese Bücher zu schreiben. Wie viel Arbeit hat Celsius in Anspruch genommen? Ich tue immer schon jahrelang Stoff sammeln und irgendwann, aber das wird der Autorenkollege hier auch wissen, weiß man dann, wie man eine Geschichte draus macht. Und dann dauert es noch circa 2 Jahre. Und stimmt, ist das alles? Ich habe es ja ganz gelesen. Gestern Nacht bin ich fertig geworden. Mhm. Habe unglaubliche Angst vor der Zukunft bekommen. Da habe ich mich so gefreut, dass Grödemeier kommt, leid, der mir die Angst wieder ein bisschen nehmen kann. wie weit stimmt das tatsächlich, was da, ist das überprüfbar, dann ist es schrecklich. Dann ist die Zukunft schrecklich. Es gibt in dem Buch, wird das beschrieben, und das weiß man ja auch, es gibt diesen schmalen Gürtel, der ausschließlich von der Temperatur, der Durchschnittsjahrestemperatur abhängt, wo die Leute wirtschaftlich erfolgreich sind. Wir leben im richtigen Klima, genau. Genau, und alles drüber und drunter wird immer schlechter, je nachdem wie viel. Welche Rolle spielt Geoengineering tatsächlich heutzutage? Also der künstliche Eingriff, um die Erwärmung zu drosseln. Gibt es diese Schirme? Nein, das sind lauter theoretische Ideen, die aber immer heftiger diskutiert werden, weil der Klimawandel halt immer drängender wird und man sich irgendwann vielleicht überlegen wird, dass der Verlockung des schnellen, billigen Fixes zu erliegen, weil das kostet ein paar Milliarden im Jahr, so einen Sonnenschirm zum Beispiel zu machen. Du sagst es zu salopp dahin, aber in der Pandemie hat man auch ein paar Milliarden, 60 Milliarden. Genau, so teuer ist es gar nicht. Ja. Das, was die im Buch machen, ist eben quasi einen Vulkanausbruch simulieren, also Aerosole in die Luft, in die Stratosphäre bringen, die einen leichten Schleier um die Erde legen. Sowas ist schon mehrfach passiert, wenn der Pinatubo ausgebrochen ist oder der berühmte Ausbruch des Tambora 1815, dem das Jahr 1816, das Jahr ohne Sommer, folgte hier in Europa. Insofern zum Beispiel bemerkenswert, weil damals eine gewisse Mary Shelley in der Schweiz saß mit ihren Freunden und weil das Jahr und der Sommer so düster war, Frankenstein geschrieben hat. Ja. Und das war einer der wenigen Vorteile dieses Jahres, muss man fairerweise sagen. Und ein anderer Herr, weil die in dem Jahr die Pferde alle gestorben sind,
hat gedacht, jetzt müssen wir Ersatz schaffen. Dieser Herr Dresin hat den Vorläufer des Fahrrads erfunden. Also hat auch seine Vorteile gehabt. Ja. Muss aber nicht immer sein. Aber sehr viele Leute sind verhungert, weil es nichts zu fressen gab. Das war vielleicht ein Nachteil, wenn man so will. Kleiner. Man spricht immer so davon, dass man jetzt vielleicht die Städteflüge auch vermeiden sollte, um das Klima zu retten. Ist das nicht alles, sind das nicht alles Peanuts? Wenn man daran denkt, dass einer der größten Umweltsünder zum Beispiel das Internet ist. Die großen Server von Google sind derart fatal für die Umwelt und das Internet wird man nicht mehr verbieten können. Das heißt, steuern wir direkt auf die Katastrophe zu. Gibt es noch einen Weg zurück? Ja. Oder kann man was dagegen googeln? Ja, wobei das Internet geht noch. Es gibt noch bessere Hebel. Das wissen wir zum Beispiel. Tempo 100 auf der Autobahn wäre ein Anfang. Die Verbrenner vielleicht auch nicht ganz so hernehmen, wäre ein weiterer Schritt. Und so, also mir fallen vom Internet noch ein paar andere Dinge. Ja, aber ich will dich fragen, du bist ein Experte. Endet alles in der Katastrophe? Nein. Ich halte es da eigentlich da ein bisschen mit dem Herbert Grönemeyer. Wenn man sich das anschaut, langfristig ging es mit der Menschheit dann da, man staunt immer wieder, aber immer doch bergauf im Wesentlichen. Und das wird auch diesmal so sein. Wenn man Pech hat, gehört man halt oder lebt gerade in dieser Abwärtsphase. Das wird sich für uns noch weisen. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin noch. Hast du eigentlich jetzt schon, ich weiß, darüber wirst du nicht reden wahrscheinlich, aber hast du schon das nächste Horrorszenario für einen Roman im Kopf, ja, das realitätsnah ist? Ja, mehrere sogar. Mehrere sogar? Ja. Die alle theoretisch möglich wären? Du musst ja von irgendwas leben. Aber du lebst von der Katastrophe. Ja. Ja. Das finde ich schön im Beruf eigentlich. Ja. Ja, deswegen sind wir Thriller- und Krimi-Autoren, sagt man eigentlich meistens ganz nette Menschen. Wir dürfen das alles im Buch ausleben. Ja. Hast du seherische Qualitäten oder bist du nur jemand, der sich beschäftigt mit dem, was in der Welt passiert? Ja. Das muss man nicht voraus. Also, ist ja eh offensichtlich das meiste. Ich bin ja nur der Übersetzer. Ich mache das, was Wissenschaftler sich schon länger damit beschäftigt haben, trage ich in die Breite. Ja, aber das muss man erst mal können. Wie sieht deine tagtägliche Arbeit aus? Ist es die eines dauerrauchenden Wracks im Arbeitszimmer? Wenn man 600 Seiten muss. Das mit dem Rauchen habe ich vor ein paar Jahren schon gelassen. Nein, mein Tag beginnt nach dem Frühstück. Ich setze mich vor den Computer und dann versuche ich anzufangen zu arbeiten, um irgendwann um 5, 6 drauf zu kommen, da ist noch immer nichts am Bildschirm. Dann beschließe ich, heute ist zu spät und ich mache morgen weiter. Aha, aber das klingt nach einem sehr leidenschaftslosen Leben. Oder? Er lügt. Und hast du, weil du ja ein derartig erfolgreicher Autor bist, Blackout zum Beispiel wurde ja verfilmt, Moritz Bleibtreu hat die Hauptrolle gespielt und du hast einen Mini-Auftritt in deiner eigenen Verfilmung gehabt. Mhm. Wir müssen sehr genau aufpassen. Man muss sehr schnell schauen, um ihn zu erkennen. Aber erkennen Sie hier Mark Ellsberg in Blackout. Das war's schon. Da ist er. Wow. Das ist er. Das ist Alfred Hitchcock-mäßig. Ja. Hast du die Filmrechte von Celsius, sind die auch schon verkauft? Wird das auch oder ist das ein... Das ist so aufwendig, das ist ja noch viel aufwendiger als der Schwarm. Ja, deswegen hat das ja auch bei Blackout zum Beispiel so lange gedauert, bis das endlich verfilmt wird. Es war ja ein bisschen kleiner als der Schwarm. Der Schwarm hat ja jetzt 20 Jahre gedauert, Blackout waren es nur 10. Bei Celsius brauchen wir 30, aber dann ist das eh schon in Kraft getreten, dann brauchen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Das stimmt, ist eigentlich, dass Michi Häupl für einen eventuellen Blackout, den es in Wien geben könnte, nach der Lektüre deines Buches vorgesorgt hat. Ja, der hat mich dann relativ schnell eingeladen, nachdem das Buch erschienen war, um mit den obersten Verantwortlichen der Stadt über das Szenario mal zu sprechen. Was müssen wir tun? Lass mich das noch fragen. Wenn es wirklich um alle reden ja davon, es könnte einen Blackout geben. Was muss man denn tun? Was muss man denn zu Hause haben? Ich habe nichts zu Hause, außer eine verschimmelte Banane im Kühlschrank. Das wird nicht reichen. Wie muss ich vorgesorgt haben für einen Blackout? Das, was die Behörden empfehlen, für circa 2 Wochen Wasser und Lebensmittel zu haben. Und in Wien hat man ja sogar wahrscheinlich Wasser.
Das heißt, die Gefahr vor einem Blackout ist gar nicht so groß? Dein Buch ist eigentlich nur übertrieben? Es ist ein Theater, alles Theater. Nein, nein, das Ding ist, das ist so ein Ding, ein Ereignis, das wirklich wie eine Pandemie alles auf den Kopf stellen würde. Und wenn es passiert, dann sollte man ein bisschen vorbereitet sein. Das ist wurscht, wie groß die Gefahr ist. Das ja, aber das heißt, ein paar Thunfischdosen und 10 Liter Wasser reichen aus. Man darf nicht vergessen, wenn alles dunkel ist, dann kommen die Räuber. Ja, mindestens. Aber die Räuber sind doof. Also es gab, als das Buch erschien, einmal kurz einen Stromausfall in Hannover. Ja. Und tatsächlich gab es nach einer halben Stunde der ersten Plünderungen. Aber was die gestohlen haben, waren die Fernseher aus den Läden. Die nicht funktioniert haben. Ja, also vor denen muss keine echt. Aber was in Hannover passiert, ist mir komplett wurscht. Was machst du mit dem viel Geld, lieber Marc? Ja, so viel Geld ist es ja nicht. Ja, doch, nach wie viel Millionen verkaufte Bücher sind das? Über ein Jahrzehnt hinweg. Was macht Corona man mit dem Geld? Ja, das sagt Elon Musk auch. Ja, so viel Geld ist das nicht, das ist ja über ein Jahrzehnt. Legst du in Gold an? Was ist die beste Ich fahre auf Urlaub damit. Ja, aber das ist, dann schon, ist kein Campingurlaub. Sondern Clamping ist so, heißt das dann. Also Clamping, genau, ja. Also dieser würdevolle Camping. Genau, so Julius Caesar Zelt. Würdest du eigentlich theoretisch spielen können, ohne Strom? Könntest du, da hast du zur Not... Grönemeyer Unplugged, hast du zur Not, ja, Unplugged. Ja, klar. Ja, klar. Klavier und sing. Ja, was für eine blöde Frage wieder. Ja, ja, na. Ja, sorry. Ich singe zu Hause generell ohne Strom. Ja, natürlich. Strom. In völliger Dunkelheit. Und was Grönemeyer will, gut kann ich singen. Ja. Ein wirklich guter Sänger. Ja. Ja. War ich gar nicht bewusst.